Ein Sultan steht da. Also ein Privatkar ist das. Naja. Allzu hohes Auto darf man da nicht haben, sonst passt man da nicht mehr durch. Die Sultane sind getuned, so wie sich's gehört. Ich frag Kars. Und ja, gut. Dann holen wir uns doch den Job. Und dann zeige ich euch jetzt mal den Drogenschmuggler. Motor kann kurz anbleiben. Drogenschmuggler, yep. Okay. Dann fahren wir doch direkt mal nach SF. Ein Drogenschmuggler, der ohne Führerschein fährt. Ist übrigens momentan ein Bug, dass der Führerschein abgezogen wird. Also gegen die Scheine werden generell abgezogen. Das ist ein Bug, der Scripter arbeitet, glaube ich, dran. Ich hoffe es mal. Und ja. Deshalb werden euch die Cops auch nicht allzu sehr in die Mangel nehmen, wenn ihr den verliert. Also ich auf jeden Fall nicht, wenn ich dann irgendwann mal noch Cop werde. Weil meine Bewerbung ist jetzt doch schon 10 Tage alt. Und ja. Also ich werde da nicht groß drauf achten. Ich werde sehr wohl sagen, zeigen Sie mir Lizenzen. Aber wenn da ein Führerschein fehlt, shit happens. Ja, seit der letzten Aufnahme ist extrem viel passiert. Für diejenigen, die nur zusammen gucken und sonst nichts. Hier steht ein... Ach, das ist eine Ballas-Mitglied. Wieso der Sultan von Ballas schwarz ist, das ist mir fragwürdig. Aber egal. Ja, ich habe ein neues Projekt gestartet, Need for Speed Shift. Und ich würde es ganz nice finden, wenn da ein paar mehr Leute reingucken würden. Also Shift 2 ist es. Mit Lenkrad gespielt. Samt kann man, glaube ich, nicht mit Lenkrad spielen, ne? Schade eigentlich. Ich hoffe, bei GTA 5... ich hoffe, bei GTA 5 fügen sie irgendwas ein, dass man dass man Autofahren mit dem Lenkrad kann. Und dann nachher, sobald man aussteigt, muss man halt mit Tastatur und Maus spielen. Das finde ich ganz nice, wenn man so etwas einbauen könnte. Weil mit Lenkrad hier zu fahren, das ist halt wirklich geil. Also, es wäre geil. Hoppala. Ja, im Driften verliert er nur extrem viel Tempo. Der Sören. Da ist ein Blitzer, deshalb fahren wir hier. Geiles Wetter. Übrigens den Blitzer da hinten, den könnt ihr, wie ihr jetzt gerade gesehen habt, einfach mal ganz gechillt austricksen, einfach rechts dran vorbeifahren. Und das interessiert ihn nicht. Und wir machen mal ganz kurz das Licht an. Ich will immer Lights eingeben, weil ich auf so einem Fun-Server spiele. Um meine Fahrskill zu verbessern. Und da muss ich immer Lights eingeben. Nicht Licht. Das ist ein englischer, also... Ach, wie heißt der? Keine Ahnung, auf jeden Fall ein Bekannter mit 1000 Slots. Ja, und das ist ein weiterer Bug. Das Licht geht dauernd aus. Und ja. Es gibt einige... Oh, das Drogenboot ist sogar da. Geile Sache. So. Dann kaufen wir uns doch mal ein paar Päckchen. Job und Level. Also Job Level. Maximal 60. 2. Inventar. Ach, ich hab schon 12. Ja. Gut, dann fahren wir wieder zurück nach LV. Fail, ich habe nicht dran gedacht, dass ich noch ein paar hab.
Und ich habe jetzt übrigens mal den Audio-Client installiert. Heißt, wenn... Weil hier gibt es den, den Ghetto Blaster. Und wenn jemand mit dem Ghetto Blaster mir jetzt vorbeiläuft zum Beispiel, dann höre ich, was der für Musik laufen hat. Ist geil. So. Irgendwie wackelt der Wagen. Ja, nicht mehr. Aber ihr habt gesehen, wo jetzt der Drogenpunkt ist. Jetzt können wir im Schutz des Nebels durch LV donnern. Mit unserem geil getunten VW Golf, nenne ich jetzt den jetzt. Ach Mist, kann man das Tuning irgendwie wieder entfernen? Weil so kann ich keinen Mod draufpacken. Ich hätte einen Golf drauf modden können. Muss ich mal einen Admin fragen, ob man da irgendwie das Tuning wieder entfernen kann. Oder warte mal, Slash A. Slots. Ja, okay. Ja. Kann man nicht. Oder nur die Admins. Und sonst verkaufe ich den halt und kaufe mir halt noch einen neuen, weil ich habe vom Tampa auch die vollen 9.900 bekommen. Von dem her. Vielleicht kriege ich ja von dem hier auch wieder das volle Geld zurück. Ja, keine K-ID fällt mir gerade auf. Egal. Ja. Auf jeden Fall eins kann ich euch sagen, das Sump Let's Play wird nicht mehr alle Weile dauern, weil langsam habe ich das Game wirklich gestrichen voll. Auch wenn ich jetzt eine längere Pause hatte, ich sehe die Zeit schon kommen, wo es mir wieder reicht. Und ich habe mir gedacht, so 50, 60 Parts und dann ist erstmal Schluss, Pause, ne, lange Pause von dem Let's Play. Und erst dann wird weitergemacht. Weil, mir macht's einfach so keinen Spaß mehr, wenn es ein Zwang eigentlich ist. Und ja. Genau. Und alleine macht's auch nur halb so viel Spaß. Aber es sind jetzt auch mehrere Leute auf dem Server. Also nicht um... Wie spät ist es? Nicht um 20 vor 4 nachmittags an einem Montag. Aber... Jo, so am Abend sind einige Leute online, am Wochenende sind viele Leute online. Also so 20 User im Durchschnitt kommen hin. Jetzt sind 5 User, finde ich, ganz okay im Nachmittag, weil es Montag, viele haben Schule. Nicht alle haben um 12:30 Uhr Feierabend. Like me und so. Aber es ist nur heute so. Und ja, hoppala. Jetzt ganz schnell das Zeichen wieder verkaufen. 12. So. Und wieder zurück nach SF. Bevor das Boot weg ist. Aber ich glaube, das schaffe ich nicht mehr. Das ist kein DM-Server. Das sollte man mal den Akku sagen. Also eins kann ich euch sagen. Die Akku-Member, das sind... so wie es mir erzählt wurde, ist es momentan noch ein Kindergarten, mit in dem SDM Dings also gemacht wird. Moin! Und naja. Ich finde generell, die Al-Qaida ist die letzte Fraktion, die man füllen muss. Weil wer braucht am Anfang Terror? Wer braucht am beim Server-Start eigentlich, der Server ist ja neu gestartet sozusagen. Wer braucht da eine Terror-Fraktion? Da müsste man erstmal die wichtigsten füllen, wie U-Amt, LVPD, Medics und dann halt noch die nötigsten Gangs wie Grove Street und Palace. Aber Akku, also meinetwegen
jetzt ist halt die LCN und Ballas. Wen kümmert's? Aber eine Terrorfraktion, wer braucht zum Geier eine Terrorfraktion? Das finde ich ist die unnötigste Fraktion, die es überhaupt geben kann. Dann kann man so, könnte man direkt jemanden in den Freipass zum SDM schieben gehen. Weil, ja, man kann Leute...